Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich zeige euch heute, wie ihr Blumenvasen machen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, damit ihr jetzt Blumenvasen machen könnt, müsst ihr als allererstes auf den Tisch klicken und wählt dann jetzt hier Arrangement anfertigen aus. Jetzt öffnet sich hier ein Menü und ihr könnt jetzt hier die verschiedenen Sachen auswählen. Entweder wählt ihr hier eins dieser speziellen Themen oder ihr geht eben auf alle drauf und je nachdem, wie hoch eure Blumenbinderfähigkeit ist, werden auch hier noch mehrere Sachen angezeigt. Natürlich, je nachdem, wie viele eventuellen Erweiterungspacks ihr habt, kann meine Ansicht zu eurer Ansicht etwas variieren. So, ich sage jetzt einfach mal, mein Sim soll einfach bei allen schauen. Hier öffnet sich dann jetzt das Menü und ich kann jetzt hier einfach einen Blumenstrauß auswählen. Ich sage jetzt einfach, sie soll den Sommermorgen machen. Und schon begibt sich mein Sim an den Blumenbindertisch und fängt an, diesen Blumenstrauß zu machen. Sobald dieser Blumenstrauß dann fertig ist, könnt ihr den entweder in eurem Haus platzieren oder ihr macht davon ein Foto, verkauft diesen, bietet diesen auf Blobsy an oder fügt einfach eine andere Vase hinzu. Wie gesagt, meine Ansicht kann zu eurer Ansicht variieren, je nachdem, wie viele eventuellen Erweiterungspacks ihr habt. Ja, und das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!